Jeff, wo willst du hin? Und da runter. Ich glaube, wir sind hier mächtig falsch, Jeff. Fuck. Ich muss hier ein bisschen aufpassen, weil der ein oder andere Nudist sich hier rumtreibt. Dass ich hier nicht die falschen Möpse auf die Kamera bekomme. Ich renne hier durch den halben Urwald, aber alles ist voll. So, jetzt bin ich fast einmal rumgelaufen. Von da hinten kamen wir. Einen Moment. Von da hinten. Um eine Stelle zu finden, die nicht belegt ist oder nach Shisha-Bar riecht. Warte, jetzt kannst du was trinken. Da haben wir doch Platz. Sehr schön. So, dann kann er schwimmen. Wenn nicht irgendein nackter Rentner antanzt hier oder anschwimmt. Aber der Chef, der wird es schon regeln. Jeff, würdest du bitte hier bleiben? Ich habe mich hier nicht um Wälder voller nackter Rentnerärsche gekämpft, dass du hier wieder weitergeistern kannst. Jeff, willst du nicht ein bisschen ins Wasser? Du hast da was auf der Nase. Jeff, kannst du mal aufhören, mich abzulecken? Hör auf! Also da hinten sind wir runtergekommen und sind wir erst da rein. Da lagen die aber alle nackt rum. Da kann ich nicht filmen. Die waren aber noch jung, das war noch angenehm. Und dann sind wir da durch. Da vorne sind alles Familien und so weiter. Da mischt sich das Ganze. Da sind dann so 40, 50-jährige Männer, die sich gern unter das junge Volk mischen, wie sie Gott schuf. Und dort sind normalerweise die ganzen Rentner, aber nicht hier am Rand, sondern da in diesen Büschen. Die schleichen da rum. Ich muss mal kurz was zeigen. Seht ihr das? Andauernd. Ich würde zu gern mal wissen, warum die da immer in seinem Fell hängen. Ist doch kein Pferd. Das Schöne ist, wenn man erstmal einen Platz hat, dann verjagt der Hund alle. Gerade eben kam so ein Typ da vorbei. Der hatte nichts dabei, keine Badesachen oder sonst noch was. Der hat, glaube ich, nur unsere Tasche gesehen. Und ist da so rumgeschlichen und dann Jeff durchgestartet. Ist dann weitergegangen. Das ist das Schöne an dem Hund. Man kann einfach alles so liegen lassen. Ich glaube, Jeff wurde gestochen. Seht ihr diese Beule? Jeff, guck mal her. Komm her. So ist fein. Ui, da sieht man's. Da sieht man's. Ja. Seht ihr's? Ach, Jeff, du bist so ein Spezialist. Seht ihr es jetzt? Da. Nach Kopfverdeckel, diese Kamera. Echt ein Nachteil, ne? Dein Fell ist pflegeleicht wie Sau, aber diese ganzen Viecher, die Bock haben auf Pferde, die haben auch auf dich Bock. Na, sieht man's? Ja, jetzt kann man's sehen. Überall so kleine Hückelchen. So, Jeff, jetzt gehen wir alles wieder zurück. Da hinten hin müssen wir. Jeff muss natürlich noch was mitnehmen. Oh, Jeff, da können wir gar nicht lang. Komm. Kleines Proviant für unterwegs, wa? So, die Hälfte haben wir geschafft, Jeff. Immer schön weiter. Ja, kommt gut voran. Wir wissen ja jetzt wenigstens, wo es lang geht. Nacht, Jeff. Komm her. Wir laufen da gleich wieder dran vorbei. So, warte. Dann machen wir das Ganze so. Eins. Warte. Eins, zwei, drei. So, bitteschön, jetzt ab. Ja, was lässt du denn fallen? Willst du nicht mitnehmen? Nimm ihn doch mit. So, jetzt auf. Grad machen schon hungrig.
Und für Nuggets machst du das ja auch gerade, wa? Warte.